dem Marc Gebauer zunächst die Düfte geschickt und natürlich gratis. Und der hat die dann weiter an den Winter geschickt. Warum sind die nicht gratis gekommen? Aber das Originalvideo ist nicht mehr da, oder? Nee, komischerweise, er hat es gelöscht. Ich jetzt weiß auch nicht warum, aber... Haben deine Anwälte interveniert. Meine Anwälte? Boah, das war auch toll, als wir da in der Wüste waren, im Hotel. Hast du es gesehen? Ja. So, dann schauen wir mal rein, um was es in dem Video ging. Und dann interessiert mich einfach nur mal da. Ich war auch immer im Anzug, auch in der Wüste. Auch in der Wüste, ja. Was soll man machen? Let's go! Grüß euch, Freunde. Jeremy Fragrance hier. Ich teste Serjoff-Düfte. Ich kenne die Marke natürlich. Ich kenne den Inhaber. Ich kenne auch den Typ, der die Düfte produziert als Öle. Und den Inhaber der Marke. Und auch den deutschen Vertriebschef, falls ihr euch gewundert habt, wieso die bei Monte so an den Start gekommen sind. Ich denke, der Kerl, übrigens ein sehr cooler, großer Kerl, der sieht aus wie so ein Prinz aus einem Märchen. Das ist irgendwie zwei... Das ist schon ein Kompliment, muss man sagen. Ja. Du siehst schon aus wie so ein Prinz. Ne? Ja, ein bisschen was hast du davon. In dem Moment habe ich es gar nicht gecheckt, aber das stimmt. So ein bisschen was von einem Prinz hast du. Ja. Meter groß. Ach, der Herbert, hat dem Marc Gebauer zunächst die Düfte geschickt und natürlich gratis und der hat die dann weiter an den Winter geschickt. Warum sind die nicht gratis gekommen? Du weißt, Serjoff macht keine Sponsoring. Warum muss ich immer für die Düfte bezahlen? Das ist so üblich. Ja. Ja. Wir können aber über einen Tausch von der Richard Miller. Ja, das, hör mal, die Community, die hat schon die ganze Zeit nachgefragt, Herbert, wirklich, ich verstehe nicht, warum du dir keine Richard Miller holst. Das ist die perfekte Uhr. Leisten. Herbert, hör auf. Viele Streams machen. Herbert, das gibt's doch nicht, wirklich. Doch. Der Chat die ganze Zeit schreibt, wann, wie weit sieht's ich aus? Ich laufe da immer hinterher. Ich denke, und dann wird die immer teurer. Es ist wirklich so, dass wenn ich dich anschaue, Richard Mint ist genau deine Uhr. Wirklich, wenn du in Miami da durch die Gegend läufst, so. Ja, aber ich kann jetzt nicht nach Miami. Weiter hier im Text. Okay. Ja, guck mal, will er nicht drauf eingehen, ne? Will er nicht drauf. Ich tue mein Bestes, aber er will es nicht. Herbert, du brauchst eine RM. Philipp 423, vielen Dank. Komm, pack ein, Herbert. Richtig, ja? RM 11 für Herbert Wizard, vollkommen richtig. So ist das nämlich, ne? Wir ziehen alle an einem Strang, ne? Verkäufermodus on, ja. Geschickt und dann kam so ein. Herbert, verdammt nochmal. Warum hast du mir die Düfte nicht gratis geschickt? Eine Sache müsste. Das alles natürlich für den Kilogramm, das steht außer. Serjoff, aber inoffiziell ist das Serjoff Casamorati. Jeder, der die Geschichte nicht kennt, das hatten wir mit Herbert schon mal. Serjoff hatte die Parfummarke Casamorati aufgekauft. Die haben ihren Ursprung 1890 oder was wurden die, oder steht ja auch drauf, 1888, glaube ich, wurde es gegründet. Und diese Rezepte wurden dann nochmal neu aufgelegt und die Flasche, selbst die Flasche, wurde damals, als das Unternehmen gegründet wurde, in einer Tonform so benutzt. Super cool. Schöner, fruchtiger Duft. Es gibt bei Serjoff einen Duft, der cool ist, der heißt Uden. Es gibt einen Duft, der heißt Amber Stars, der riecht aber ein bisschen ähnlich wie 24 Gold. Ich kenne da die detaillierte Story zu. Und 24 Gold ist natürlich irgendwie nur 30 Euro teuer und... Welche Story? Ich weiß nicht, welche Story er dazu kennt, die detaillierte, aber... Also... Das eine kostet 30 Euro. Ja, das sollen die Leute kaufen, auf jeden Fall. Also wir haben bei Amber Star, das ist 680 oder 700 Euro. Warum wollt ihr 600 und das andere kostet nur 30? Ja, weil wir ständig ausverkauft sind. Wir sind ständig ausverkauft. Deswegen ist ja ganz gut, wenn die mal jetzt 24 Gold kaufen. Weil wir kriegen es und es ist immer ständig ausverkauft. Okay. Also es ist eigentlich ganz gut, dass da ein bisschen abfließt an 24 Gold. Ja, das ist ganz klar. Okay. Amber Star ist irgendwie 500 Euro. Das heißt, ich würde... 680. Okay. Also da fällt mir immer vom Wall Street ein, aus der Szene vom Wall Street, wo er immer sagt, warum der Hund im Stehen pinkelt. Und er sagt dann, weil er es kann. Weil er es kann. Okay. Und das ist es. Okay. Keine Ahnung, warum er das gerade sagt. Ihm ist mit Sicherheit bewusst, wie Serjoff arbeitet. Ja, und wie sie ihre Parfums herstellen und dass jetzt ein günstiger Duft, der 15 Euro kostet, nicht gleich ist wie, wie Amber Star. Also sowas zum Beispiel, das steht einfach außer Frage,
dass zwischen solchen Düften ein Unterschied liegen muss. Die Art und Weise, wie Xerchow arbeitet, lässt nicht zu, dass halt günstige Produkte oder künstliche Inhaltsstoffe so verwendet werden. Und daher ist das Ganze so, wie es ist. Ne? Wundert mich jetzt, dass er sowas sagt. Euch ein bisschen abraten von Xerchow und eher zu anderen Nischenmarken tendieren, wie Bond Number 9. Guck mal, Bond Number 9 holt mich null ab. Null, ich finde es brutal teuer. Guck mal, man kann darüber streiten, zum Beispiel Hamptons oder so. Ist ein guter Duft. Aber es ist schon sehr teuer. Aber und die Performance ist wirklich nicht gut. Ja, ist schon klar. Also sagen wir so, da jetzt als Alternative zu Xerchow, weil er sagt, Xerchow ist jetzt nicht so, was er jetzt da toll findet, da Bond Number 9 zu nennen, ist nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, eine großartige Leistung. Nennen wir es mal so. Also es ist so ein bisschen, was ist mir gerade eingefallen, was ich da runterziehe. Also würde ich jetzt nicht. Gut, schauen wir weiter. Was er noch sagt nach Bond Number 9. Ich will 9. jetzt nicht sagen, okay. Also ich... Bond Number 9, zeig mir bitte einen Duft, der mit Stone Label mithalten kann. Einen Duft, okay? Die Stone Label Kollektion, also egal was man nimmt, ob man Hamptons nimmt, also das kann man doch nicht von Parfums de Mali, Creed, Amouage und ja, habe ich jetzt nicht getestet, Montal, nicht zu sagen. Die würde ich euch raten. Aber Montal zum Beispiel. Also das kann man nicht vergleichen. Also Montal sind super, super, super Düfte, sind aber auf einer sehr großen Synthetikbasis eine andere Sache. Es ist für das Preis-Leistung ist super Düfte. Parfum de Mali wundert mich, dass es jetzt da drin ist, weil die Marke erwähnt da eigentlich fast gar nie sonst. Ne? Also das ist jetzt, hat mich schon gewundert, dass das jetzt da drin ist, dass er die Marke da erwähnt. Und dann, was hat er noch gesagt? Also Creed, Parfums ja, de Mali. Also, und Parfums de Mali, aber das erwähnt er sonst nie. Dann Creed und dann war noch Amouage. Yeah. Ja, klar, aber wenn er jetzt zum Beispiel gesagt hätte, was weiß nicht, irgendwie Tom Ford hätte auch sagen können, Private Label, wenn er sagt, also wenn er jetzt wirklich sagen würde, eine Marke, wo man sagen kann, okay, die wirklich geniale Düfte bringen und so weiter und so fort, dann ist es, er könnte Kilian sagen, er könnte alles sagen. Also er könnte wahlweise was sagen. Aber jetzt zu sagen, dass die jetzt über Xerchow sind, das ist halt so randomized und so. Also erstaunlicherweise sagt er ja auch nie was zu Terenzi. Nee, Terenzi sagt ja nichts. Also er sagt jetzt, also das könnte er auch, kann man auch sagen, okay, Terenzi kann man ja auch irgendwie dann da mit reinbringen, als das, wenn man so meint, dass es besser ist. Ja, stimmt. Also ich sag, er hat jetzt da nicht kein Faible für Xerchow, das habe ich jetzt verstanden. Also das dokumentiert er ja jetzt irgendwie hier. Aber jetzt zu sagen, dass die anderen Marken besser sind und so. Ja. Montal, ja, ist ein ganz, ganz tolles Parfum. Dann Uden. Weißt du, die haben auch so Düfte, die. Da riecht einer zum Beispiel wie Pure Havan. Also, weißt du, Honor where Honor belongs. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Und der Marke kann ich nicht so viel Ehre zutragen. Also Naxos hat ja gesagt, das ist so wie Havanna. Aber gut, also sollen wir jetzt über die Parfum de Mali Düfte reden, die so riechen wie oder was? Also passiert. Also, nee. Ja, also das ist okay. Also das ist, man kann, es ist eine Meinung und das ist in Ordnung, er hat seine Meinung, kann das sagen und so weiter und so fort. Er hat ja auch schon in anderen Kontext die Meinung anders erwähnt. Erstaunlicherweise bringt er diese Meinung immer nur auf Deutsch. Auf Englisch scheint er die Meinung anders zu haben oder nicht mehr zu haben. Also wahrscheinlich schickt es an der Sprache. Das ist also eine deutsche Meinung, dass er bei Xerchow nicht so gut aufgehoben ist. Ich glaube, es hat mit dir zu tun. Vielleicht auch ein bisschen mit mir, mit dem Prinz, aber ein bisschen hauptsächlich mit dir. Mit dem Prinz. Wahrscheinlicherweise ist es so, dass er... Nein. Ja, könnte sein. Weiß naja. Man weiß es ja. Man weiß es nicht, ja. Also man kann auf jeden Fall eine Sache noch festhalten, also die gerade die Inhaltsstoffe oder warum ist ein Parfum teurer? Es liegt im Wesentlichen jetzt an Inhaltsstoffen. Also es ist ja ganz... Man kann jetzt hergehen und sagen, okay, bring uns mal runter auf das Thema Uhren. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, Rolex ist ja nur ein Traktor, primitives Werk, kaum der Rede wert und sonst irgendwas, Omega ist viel genauer, viel besser,
Chronometerleistung ist besser und was weiß nicht, was alles sagen. Seiko. Seiko ist besser und sowas. Oder Patek hat nicht mal einen Sekundenstopp und so weiter und stimmt, so fort. Ja, stimmt. Ja. Kann man alles sagen. Aber am Prinzip ist der Markt. Ich glaube, eine 5711 ist halt einfach momentan, glaube ich, preislich sehr angezogen. Ja. Und da kann man sagen, ja, aber es ist eine Dreizeigeruhr ohne Sekundenstopp in einem blechrigen Armband. Da ist jede Rolex besser. Kann man argumentieren. Ja. Aber die Leute sind bereit, für die jetzt weißt du, 80, 90 oder was zu bezahlen. 90. Ja. Und für eine Rolex zahlen sie in Stahl nicht 80, 90. Ja. Also sind es weder alles Vollidioten, die das einfach da ausgeben, oder sie haben Gründe, warum sie das dafür kaufen, weil sie das haben wollen, weil sie was auch immer. Und das kann man natürlich auch bei den Parfums sagen. Man kann es runterbrechen auf eine technische Leistung und da kann man nur sagen, okay, was kostet das Öl pro Kilo und so weiter und so fort, aber da kann ja auch Mist drin sein, ist egal. Aber die Leute kaufen Serjoff, sind begeistert von Serjoff, die Marke wächst ständig nach oben, sie entwickelt sich fast explosiv, da muss irgendwas dran sein, weil sonst wäre sie wahrscheinlicherweise in der Versenkung verschwunden. Mhm. Das heißt nicht, dass die anderen Marken wie Reventa nicht auch wachsen, aber zum Beispiel sind auch Marken, die nicht so dieses Wachstum hinlegen, als wie zum Beispiel das Bond Number 9. Die wachsen alles andere, als wie ja. Wachsen umgekehrt eher. Also deswegen sage ich, meiner Meinung nach ist der Markt, der das bestimmt. Und wenn die Leute was kaufen, wenn den Serjoff Parfum kaufen und sie sind mit dem Serjoff Parfum total unzufrieden, dann werden sie es nicht mehr kaufen. Richtig. Ist ja ganz klar. Und wenn Sie mit dem Parfum zufrieden sind, dann ist es. Also wir haben bei Serjoff immer eher das Problem, dass wir nicht genügend Ware liefern können, als wie, dass wir auf irgendwelchen Sachen sitzen bleiben. Und ich will jetzt sagen, dass alle Düfte von Serjoff sich sehr gut verkaufen. Aber es sind sehr viele, die sich sehr gut verkaufen. Und dazu sagen, also und sobald dieses Naxos, also ich wäre ja teilweise froh, wenn die Leute mal keinen Naxos kaufen würden, weil es immer ausverkauft ist. Ja. Immer ist schon wieder ausverkauft. Das ist lustiger, das hört sich so ein bisschen verrückt an, aber das Problem ist, wenn wir hier im Online-Shop Bestellungen haben und so weiter, die Nachlieferung aus Italien ist sehr schleppend. Ne? Ja. Dadurch, dass im letzten Jahr alle ja. Ein bisschen die ja, aber auch die Mengen. Man muss halt einfach sagen, es haben sich auch die Mengen verändert. Also Uden war früher ein Duft, da haben wir ja so 20, 30 Stück im Monat verkauft. Jetzt verkaufen wir bald 200 im Monat und so. Das muss man auch sagen. Das sind auch die Mengen, die sich einfach dramatisch verändert haben. Wir verkaufen deutlich mehr von verschiedenen Referenzen, als wir früher verkauft haben. Und das hat auch damit zu tun, dass die Produktionen sind größer geworden. Und das ist alles ein Indiz, dass das Produkt sehr gut ankommt. Mhm. Nicht nur bei uns, sondern auch weltweit überall. Also jetzt kann man immer sagen, es gibt andere Marken, die besser sind, die schöner sind. Keine Frage. Es ist eine sehr persönliche Meinung und so. Es gibt halt, ja, Fans, die das wollen. King Caso schreibt, würde Herbert in deine Show kommen, kann Herbert einen guten Shop in Berlin empfehlen, wo man Düfte ausprobieren kann? Serjoff und so weiter. Würdest also du zu Mark and Friends kommen? Ob ich zu Mark and Friends kommen kann? Ich weiß nicht, ob ich das ja mit Fernsehen und so. Ja, also yeah. Ist genauso wie jetzt auch, nur halt Showcharakter. Ja, weiß ich nicht. Muss ich bleiben. Okay, Herbert ist dabei. Herbert ist dabei. Auch mal auf die Schauspielschule. Okay. Serjoff, er soll bei Different Scent gehen. Different Scent? Ja. Oder Delphi am Kurfürstendamm. Oder Delphi. Haben wahrscheinlich jetzt zu, aber.